2001 war es ein Kinderspiel für Bayer 04 gegen Stuttgart. Nowotny auf Ballack, ein super Tor. Wer spielt englischer als die Engländer? Die Antwort: Michael Ballack mit Wucht und Wille zum 2:1 gegen Liverpool. Aller guten Dinge sind sieben, hieß es einst in Ulm. Michael Ballacks Wurschteltor zum 7. von insgesamt 9 Auswärtstreffern. Den großen Zweikampf zwischen Bayer 04 und Dortmund hatte 2002 der BVB für sich entschieden. Hier aber jubelten Michael Ballack und Co. Nichts hasste Michael Ballack mehr als verlieren, und mit diesem Tor auf Schalke gab er das Signal. Ein Sieg muss her bei Deportivo La Coruña, und wer verkörpert diesen Siegeswillen mehr als Michael Ballack? Das 1:0 und das Ticket ins Champions League Viertelfinale. Im Februar 2000 lag Bayer 04 in München bereits mit 0:3 hinten, aber mit diesem Freistoß von Michael Ballack gab es wenigstens ein Highlight. Bayer 04 war auch im Halbfinale der Champions League nicht aufzuhalten, lag auch an Michael Ballack, der Ausgleich in Manchester, Augen zu und rein. Michael Ballack, Allrounder, Zweikämpfer, Kopfballspezialist und Freistoßgott. Wie hier gegen Hertha flogen viele Standards direkt ins Netz. Mit rechts annehmen und mit links spektakulär abschließen. Das schönste Ballack-Tor gegen Liverpool. Fußballunterricht von einem ganz Großen.